Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Orient the Blight Forest. Und wir gehen weiter jetzt so wie diese Magma-Monster zu besiegen, um diese blöde Kugel abzuhängen. Ich bin ganz sicher. Autsch, ich glaube, der explodiert von alleine mit der Zeit. Was? Ist da hochgegangen? Ja, super. Hä? Das hat er vorhin eben nicht gemacht. Das wird ätzend, ey. Nee, komm runter. Boah, das ätzend da oben jetzt. So. Jetzt versuchen wir den mal hier geschickt auszuweichen. Dürfte eigentlich etwa explodieren. Ja, jetzt kommt dieses Ding da oben. Da hat er ein bisschen jetzt super Pole Position. Der kann da gut treffen da jetzt. So, wir haben es geschafft. Weißt du was? Schweige. Weil schließlich haben wir jetzt 200 Dinger. Was? Oh ne, da kommt neue raus. Nein! Oh, ich habe ganz geil gespeichert hier. Was ist das bitte schön? Oh Gott! Oh, was? WTF? Oh nein! Ja, ich habe echt ganz geil gespeichert. Run, run, Forest, run! Oh. Ja, ohne dem in die Hände gelaufen. Boah! Also ich hasse Passagen, wo man unter Zeitdruck ist. Das hasse ich extrem. So. Okay, so den hier ausweichen. Ich habe gesagt ausweichen, na gut. Da muss ich wohl hier mit spielen eine Runde, geht nicht anders. Nein! Aber weißt du was, der kann mich gar nicht haben, den Laser, wenn ich da ums Eck bin. Da hat der Laser gerade vorhin, habe ich gesehen. Okay, soll ich warten? So, den muss ich jetzt austricksen. So. Willst du es verarschen? Du musst den anlocken. Okay, ich habe eine Idee. Die Idee gefällt mir zwar gar nicht, aber ich weiß, wie ich es machen kann. Oh, ich schaff's nicht. Ich wollte gerade sagen, ey, wieso kam ich da nicht jetzt hoch? Ja, das ist echt eine Trial-Error-Passage jetzt gerade. Ah ja, ich wollte ja mal das Gamepad ausprobieren, ich hab's vergessen. So. Ja, das ist sowas von schwierig. Also, das ist echt nicht Kirschen essen. Nein, ich komme nicht hoch, ich komme nicht hoch. Wieso? Ich glaube das einfach nicht. Ja, und schon wieder tot. Unglaublich. So, jetzt wird und wieder tot. So, was bin ich hier gleich instant tot. Oh. So, jetzt schauen wir mal. Okay, den Typ kriege ich dann nicht direkt. Oh, was speichern? So. Okay, ich muss überlegen. Ich denke. Okay, der explodiert gleich. Instant. Drüben komme ich nicht durch. Was kann. Ich habe das Kartenfragment geholt, oder? Warum bin ich jetzt zurück zum Kartenfragment gelaufen eigentlich? Da unten ist auch noch was. Was ist das denn, bitteschön?
Okay, also ich würde mal behaupten, also hier kommen wir nicht mehr weiter, weil hier ist der Eingang versperrt mit diesem hier. Hier komme ich auch nicht durch. Okay, das heißt eigentlich, ich bin hier begeben durch. Boah, aber es kommt da mal zurück, ey. Das ist gar nicht so einfach jetzt. Weil du jetzt den Laser hast und diese Monster, die ich jagen. Das ist echt nicht mehr einfach. Und ich kann auch nicht speichern zurzeit. Oh, das ist offen. Sehr schön. Haben wir etwas geschafft. Oh ne, ich depp. Wieso renne ich da eigentlich rein, ey? Kann ich jetzt ganz locker von hier weg machen. Ohne irgendwelche Probleme, wollte ich gerade sagen. Und schon hat mich das Zug getroffen. Das Ding. Oh, da ist noch eins. Gott, ey. Okay, da sind wir jetzt durch. Das haben die zu. Okay, ich denke, wie gesagt, das Ding müssen wir abgeben. Ich muss ja hier ein bisschen aufpassen, dass wir nicht hier schon wieder sterben. Das möchte ich mir natürlich nicht riskieren. Na komm, komm, komm. So, den haben wir. Ich hoffe, ich kann bald speichern. Bald sind wir da. Ich glaube, jetzt kann ich speichern. Jetzt kann ich speichern. Machen wir gleich mal. Boah, sehen wir noch ein Nöcher, ey. So. Neue Fähigkeiten. Warte mal, bevor wir das jetzt machen, gehen wir jetzt da hinten rein und tun mal dieses Dokument rein. So. Jetzt wird nämlich die Karte aufgedeckt und wir sehen schon mal, wo es weitergeht. Okay. So, jetzt speichern wir. Wir haben einen Fähigkeitspunkt. Jetzt werde ich doch trotzdem mal diesen Schuss hier verbessern. Hoffe, dass ich jetzt hier an einer oder anderen Stelle weiterkomme. Zum Beispiel. Gut, das sind Stampfattackenorte, oder? Da komme ich ja nicht hoch. Da kam ich zwar durch, aber ja. Ging es sonst nicht weiter. Moment mal, jetzt will ich mal schauen, eine untermachtende Stelle. Glaube ich zumindest, wo ich. Wir mal was testen. Ich glaube, unten war eine Stelle, wo ich zwar hinkam. So. Genau. Wir wissen, ob ich die hier auch durchbrechen jetzt kann. Okay, die nicht. Das heißt, entsprechend sind es auch die Steindinger, die ich gesehen habe oben. Dann müssen wir jetzt wohl wieder hoch. Nehmen wir das Zeug noch mit, so. Ja, hilft. Wobei, hier geht's auch weiter, ha? Hier wäre vielleicht der richtige Weg. Es hat einfach so viele Orte, wo man durch kann. Sowas von übel.
Das kann ich jetzt sicher durchbrechen. Da ist irgendwas. Das würde schon wundern, was da ist, weil da kommt man offiziell nicht hin. Ich versuche trotzdem dahin zu kommen. Die haben das ja nicht umsonst eingebaut. Jetzt sind wir das schon haben. Fakt ist ja, dass ich erst jetzt dahin kommen kann. So. Was, das war alles? Da kommt Trompetengebläse. Ba ba ba! So wie bei Zelda oder so. Da ist was noch. Da ist noch so ein Ding. Na gut, da komme ich. Dahin komme ich jetzt aber nicht. Brauche ich eine später Fähigkeit dafür. So. Okay, wir kommen wieder in diese schwierige Situation hier. Hoppla. Man müsste auch einstellen können, dass es mehr Schaden macht. Das wäre auch ein bisschen besser. Levelbegrenzung. Er ist echt Levelbegrenzung. Schau es an. Das ist geil. Ich komme hier nicht durch. Sind hier in diese Szene gefangen? War auch geil irgendwie. Gegner, die nicht weiterkommen, weil irgendwie eine Levelbegrenzung da steht. So, so werde ich geschafft. So, ich denke, da komme ich jetzt hoch. Ich komme da nicht durch die Wand. Ja, nee, da muss ich ja gar nicht hochgehen. Wenn ich da nicht durchkomme, komme ich oben auch nicht durch. Verdammt, ich dachte echt, das wäre die Lösung jetzt. Früh gefreut mal wieder. Das ist ärgerlich. Ich habe echt gedacht, ich komme so weiter. Okay, dann brauche ich wohl wieder noch weitere Fähigkeit, das zu können. Guck, gehen wir hier durch. Das ist der offizielle Weg. Ja, ich werde auch hier schon begrüßen und kommt ja auch schon empfangen. Das ist so geil, dieses Monster im Vordergrund. Also, das ist schon cool gemacht, dass auch zum Teil die. Oh, ist das für Musik? Ich speichere mal. Oh je, fallen wieder. Oh! Die Dorn habe ich gar nicht gesehen. Was den Stein brauche, wahrscheinlich bräuchte ich gar nicht da hinten. Okay, hier ist ein Speicherpunkt. Ja, gute Frage. Hätte ich doch nach vorne schieben sollen, verdammt. Ja, man kann nicht alles wissen. Ich habe fast sowas geahnt, dass der nach vorne muss, nicht nach hinten. Kann er mehr schieben, bisschen? Nee. Okay. Ja, hier werden bestimmt auch irgendwelche Geheimnisse noch, aber ich dachte, dass ich da hinspringen kann, wie es mir nichts bringen.
Ja, und was uns hier jetzt genau wartet, werden wir aber nicht jetzt veröffentlichen, sondern erst in der nächsten Folge. Ja, da gibt es einen Grund dafür, wieder einzuschalten. Ich danke fürs Zusehen und hoffe, ihr seid dabei wieder, wenn es weitergeht bei Orient the Blind Forest. Bis dann, tschüss.